Hi zu Lucky Recipes. Heute zeigen wir euch ein schnelles und gesundes Pfannengericht, nämlich Senja Upma. Upmas gibt es in verschiedenen Varianten und die bekannteste Variante wird eigentlich mit Grieß gemacht und wird gerne zum Frühstück gegessen. Wir machen heute aber eine Variante mit Fahrnudeln und finden, das schmeckt auch sehr, sehr gut zum Mittagessen oder Abendessen. Das ist ein tolles Rezept, wenn ihr schnell was Gesundes und Warmes essen wollt. Unser Gemüse haben wir hierfür schon vorgeschnitten. So habt ihr dann in etwa 200 Gramm Gemüse pro Person. Wir finden, das ist eine gute Portion. Erdnüsse bringen noch etwas Crunch und Proteine mit, das sind naturbelassene und die zerkleinere ich ganz leicht mit dem Mörser. Mit Senja sind Fadennudeln gemeint, auch Vermicelli-Nudels genannt und die werden traditionell nur aus Hartweizenries hergestellt und im indischen Geschäft findet man sie ungeröstet und geröstet. Und hier habe ich noch ein bisschen übrig, und zwar die geröstete Variante. Wir wollten aber gerne noch eine lokale Alternative finden hier im Supermarkt. Und da haben wir diese Fadennudeln gefunden. Allerdings enthalten diese Ei. Vielleicht kennt ihr hier eine Marke ohne Ei. Wir haben keine gefunden. Wenn ihr eine kennt und die gibt es im Supermarkt, dann schreibt es uns gerne unten in die Kommentare. Das Rezept funktioniert aber auch sehr gut mit diesen hier. Die Nudeln zupfe ich auseinander, weil ich sie gleich trocken rösten werde. Sie werden bei mittlerer Hitze ca. 4 Minuten geröstet, bis sie leicht Farbe annehmen. Wer es eilig hat, kann diesen Schritt überspringen, aber geröstet schmeckt alles zusammen noch besser. Seht ihr den farblichen Unterschied zu den ungerösteten Nudeln? So sollte es in etwa ausschauen und ihr solltet noch ein leichtes Röstaroma wahrnehmen. Das Gericht kommt aus dem Süden Indiens, wo gerne Kokosöl verwendet wird. Darin brate ich kurz die Erdnüsse an, bis sie Farbe annehmen. Danach folgen schwarze Senfsaat. Wartet kurz, bis sie springen und dann gebt ihr die weiteren Zutaten rein. Wenn ihr keine Curryblätter habt, könnt ihr sie natürlich weglassen. Sobald der Ingwer nicht mehr roh riecht, kommen die Karotten rein und werden ca. 2 Minuten gebraten. Dann gebe ich Tomatenmark, Paprika und Kurkuma dazu und brate alles nochmal 2 weitere Minuten an. Danach kommen schon die TK-Erbsen, die Fadennudeln und Salz dazu. Alles einmal unterheben und Wasser dazugeben. Praktisch, weil das ist eine ganze Mahlzeit aus einem Topf. Die Hitze könnt ihr runterschalten. Ich nehme Stufe 3 von 9. Und dann braucht das Ganze nur noch 4 Minuten, bis es fertig ist. Zwischendrin könnt ihr noch einmal umrühren. Zum Schluss wird das Upma nur noch mit Pfeffer, frischem Koriander und Zitronensaft verfeinert. Ihr werdet sehen, das Rezept ist leicht umzusetzen und schmeckt trotzdem ganz anders als andere Nudelpfannen, die ihr kennt. Es ist gar nicht so lange her, dass wir dieses Upma zum ersten Mal gegessen haben und müssen sagen, das ist echt lecker. Vor allem ist es schnell gemacht, man hat eine ordentliche Portion Gemüse gegessen und es macht satt. Also ein perfektes Rezept für abends, wenn es mal schnell gehen muss. Oder wenn ihr Gemüsereste verbrauchen wollt. Wir hoffen, euch gefällt dieses Rezept und dann sehen wir euch beim nächsten Video. Tschüss!